Hallo Freunde, ich wollte eben zwischendurch ein kurzes Informationsvideo starten. Und zwar geht es mir darum, wie kann man in einem Privathaushalt, ich weiß jetzt nicht, ob das in einer Mietwohnung geht, aber in einem Privathaushalt Stromkosten und Heizkosten sparen. Ja? Und zwar geht es dabei um die Wärmepumpe. Wärmepumpe ist Quatsch. Umweltpumpe, so. Davon haben wir das gute Stück stehen. Die Pumpe sorgt dafür, dass man quasi ja, die ganze Zeit warmes Wasser direkt aus den Hand bekommt. Ja? Also sie wälzt das Wasser die ganze Zeit um, so dass wenn man da den Wasserhahn mit warmem Wasser aufmacht, das quasi direkt auch beim Wasser ansteht. So. Jetzt ist natürlich so, während der Schlafenszeit macht es nicht viel Sinn, dass die Umweltpumpe die ganze Zeit läuft. Ne? Also die hier hat einen Verbrauch von 25 Watt die Stunde. Und selbst wenn man das für 4 Stunden abschaltet, sagen wir von 12 bis 4, sind es 100 Watt pro Tag. Ja? Das sind 3000 Watt im Monat, kommt ein bisschen zusammen. Nur wo man hier auf minimal geht. Ja, wie macht man das denn? Ganz easy. Man macht einfach nur eine Zeitschaltuhr dahin. Also ganz, ganz simple Geschichte. Statt das Ganze die ganze Zeit über die Steckdose laufen zu lassen, Zeitschaltuhr dazwischen, spart eine ganze Menge Geld. Und es geht ja nicht nur um das, also quasi nicht nur um Strom, sondern auch das warme Wasser, also die Rohre, die führen ja quasi die ganze Zeit warmes Wasser, das umgewälzt wird. Und das sind ja auch irgendwo Verluste, Wärmeverluste die ganze Zeit. Und die muss man ja im Winter quasi gar nicht haben. Wofür soll man Wände beheizen? Im Winter, in der Nacht meine ich. Wofür soll man irgendwie die Wände beheizen? Macht ja überhaupt da keinen Sinn. Aber von daher, für jeden den Tipp. Wenn man Strom und Energie sparen möchte, einfach mal so eine Zeitschaltuhr vor die Umweltpumpe setzen. Und dann spart es doch schon eine ganze Menge Energie. Ich gebe zu, mit 25 Watt ist das nicht die sparsamste, aber die ist fleißig und läuft. Ich bin sehr mit zufrieden. Ja, von meiner Seite war es das. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit weiterhelfen und ein paar Euros zu sparen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.